Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei der Lektüre des Gesetzentwurfs habe ich mich unter Rubrik Alternativen gefragt, warum da keine steht. Bei der Frage, ob wir ein weiteres Mal die Antragsrechte der Beschuldigten einschränken müssen, müsste man doch die Frage stellen, ob es auch andere Möglichkeiten gibt. Ist das denn nötig? Schauen wir doch mal auf die Situation in der Justiz. Fangen wir bei den Amtsgerichten an. Besetzungsrügen, Befangenheitsanträge selten. Beweisanträge werden hin und wieder gestellt, völlig unproblematisch. Sonstige Anträge, die, mit denen man Landrichter quälen kann, Aussätze, Unterbrechungsanträge, noch und noch extrem selten. Insgesamt für die Amtsgerichte, die die Masse aller Verfahren bewältigen, stellt das geltende Recht auch schon vor den letzten Änderungen überhaupt kein Problem dar. Ganz anders bei den Landgerichten. Da haben wir Fälle, da kommen wir nach Wochen des Verhandelns immerhin schon dazu, endlich die Anklage verlesen zu können. Und so geht es weiter. Die Verteidigung nutzt alle Möglichkeiten, die das Recht bietet, entweder das Gericht so unter Druck zu setzen, in der Hoffnung, dass da irgendwann die weiße Fahne kommt, dass man sich auf einen flaumweichen Deal einlässt, oder aber, dass man das Gericht zu Verfahrensfehlern verleitet, durch stapelweise Beweisanträge, die alle Schrott sind, bis auf die ein, zwei kleinen Tretminen, die da drin sind. Und schon platzt das ganze Ding beim BGH. Das ist die Hoffnung, das ist die Strategie. Das ist nicht Rechtsstaat. Da wird der Rechtsstaat wie ein Tanzbär am Nasenring durch die Manege geführt. Dagegen muss man was tun. Die Frage ist, was? Schau, weshalb ist denn die Situation beim Amtsgericht und beim Landgericht so dramatisch unterschiedlich? Beim Amtsgericht haben wir im Regelfall die Berufung als Rechtsmittel. Zwei weitere Tatsacheninstanz. Das heißt, es bringt den Anwälten nichts, auf Verzögerung zu gehen. Es kann jeder Verfahrensfehler völlig problemlos repariert werden. Ergebnis: eine ordentliche Antragspraxis der Anwälte. Ganz anders beim Landgericht. Dort haben wir die Revision, das heißt im Regelfall Aufhebung und Zurückverweisung. Alles noch einmal. Das will jeder verantwortungsbewusste Richter unter allen Umständen vermeiden. Und deswegen haben die Anwälte so viel Möglichkeit, so viel Macht, auf den Gang des Verfahrens einzuwirken und ein für sie gewünschtes oder tolerables Ergebnis zu erzielen. Würde man nun auch beim Landgericht in erster Instanz die Berufung einführen als Rechtsmittel, dann hätten wir dieselbe Situation wie bei den Amtsgerichten. Das würde sich die Probleme, die wir hier wälzen, die würden sich geradezu in Wohlgefallen auflösen. Die Verhandlungen erstinstanzlich vor dem Landgericht würden dramatisch kürzer werden. Die Urteile würden dramatisch kürzer werden. Dann würde man nämlich wieder einfach bloß Tatbestand und Entscheidungsgründe reinschreiben. Wir haben deshalb im letzten Jahr einen entsprechenden Antrag hier schon eingebracht. Ich weiß, der kommt von der AfD, aber denken Sie trotzdem mal darüber nach, ob die Revision nicht doch verzichtbar ist. Ein aus der Zeit gefallenes Rechtsmittel aus Zeiten, als ein dickbäuchiger Gendarm mit Pickelhaube und umgestalten Säbel reichte, um in seinem Revier Ruhe und Ordnung zu garantieren. Und als in der Justiz jede Woche mal eine neue Akte kam. Die Zeiten sind vorbei. Wir können uns das alles nicht mehr leisten und wir brauchen eine schlagkräftige Strafjustiz. Deswegen mein Appell an Sie, versuchen Sie mal im stillen Kämmerlein darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht doch ein gangbarer Weg wäre. In diesem Sinne, wir sehen uns im Ausschuss. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker, CDU-CSU.